Hallo und herzlich willkommen nun zu einem neuen Video mit Final Fantasy 14 Heavensward. Zenith der Götter Nummer 11 habe ich hier nur für euch, auch als Guide. Und hier haben wir nun Sephiroth aus Final Fantasy 6, bekannt von den drei Kriegstriaden und ist gerade nicht ohne mit seiner Naturgewalt. Hier sind nur drei Phasen und natürlich nicht so viele bei Tordan, bei Tordan war ordentlich was zu, ja, zu erklären und zu zeigen und so weiter ist. Aber hier geht das eigentlich. Hier sind auch recht simpel die auch die Mechaniken. Das würdet ihr, glaube ich, auch bestimmt hinbekommen. Ich werde jetzt auch hier die Ability Rotation von Sephiroth erklären und erläutern. Ich denke mal, ihr habt da auch bestimmt auch bei Tordan gesehen. So wollte ich das auch machen. So, jetzt habt ihr gerade gesehen, da kam ein Cleave zum Main Tank. Dann folgen zweimal AOE-Schaden auf dem Raid. Und dann kommt nochmal ein Cleave zum Main Tank. So, die erste Mechanik beläuft dann so, dass vier Orbs erscheinen. Ihr seht auch nochmal ein Diagramm, nochmal als Erläuterung. Die werden dann halt groß als AOE. Da sollte man nicht drinne stehen, wegen Tickschaden und Verwundbarkeit. Dann haben wir außerdem einen Mark auf dem Healer. Die Healer-Gruppe geht dann zusammen mit den OT-Tank auf einer Seite. Da könnt ihr euch selber einigen, wo ihr stehen wollt. Natürlich auch die Gruppe mit den DPS auf die gegenüberliegenden Seite. Splitten den Damage von den Jumps. So, der Main-Tank darf auf jeden Fall nicht von den Jumps die Schaden abbekommen. Darauf auf jeden Fall achten. Dann folgen zwei AOE-Schaden auf dem Raid. Ein super Tankbuster und Cleave zum Main-Tank. Zweite Mechanik in Phase 1. Ein grüner Orb erscheint, dort soll sich der gesamte Raid sich sammeln, dann kommt AOE-Schaden auf dem Raid. Dann folgen eben halt fünf Spieler, die mit einem grünen Mark versehen werden und einer mit einem Purple, dort zu der jeweiligen Position, zu jeder auch jeder Rolle. Und aufpassen, dass ihr nicht überlappt. Dann macht er seinen 180-Grad-Cleave und die AOE-Felder explodieren. So, dann folgen zwei AOE-Damage auf dem Raid und hinterher noch ein Tankbuster. Und dann kommt nochmal ein Cleave. Dann wiederholt sich die erste und die zweite Mechanik in Phase 1 bis 65%. So, nun kommen wir zu der Add-Phase. Es erscheint einmal ein Gnoncha im Süden und drei Beanas im Westen. Und ihr könnt darauf einigen, was ihr als erstes killen wollt. Wir haben da erstmal so gemacht, dass wir drei Beanas töten, ein Gnoncha, sechs Beanas, ein Gnoncha und drei Beanas. Das könnt ihr wie ihr es gerne wollt, könnt ihr eben halt nach und nach den Kill machen. Wir haben das erstmal sonst so die Kill-Formation gemacht bei den Wellen. Und hier solltet ihr auf jeden Fall so machen, dass die Tanks sich einigen, wer macht den Gnoncha, wer macht die Beanas. Ja, gegebenenfalls macht sonst der MT-Tank den Gnoncha und der Off-Tank sonst die Beanas. Und ja. Hier auch darauf auf jeden Fall achten, dass der Große nicht zusammen mit irgendwelche zwei kleinen oder drei kleinen explodiert oder so. Da sollte auf jeden Fall auch noch Feingefühl mit drin sein. Ja, das wäre es eigentlich soweit von der Ad-Phase.
Letzte Phase. Stone Pillars wäre gleich bei eurer jetzigen Position erscheinen, wenn es leuchtet. Deshalb schnell weg. Ihr dürft nicht euren eigenen abbekommen, weil sonst wird ihr instant drauf gehen. Und ein anderer Mitspieler darf so gesehen das nicht berühren, weil sonst würde man einen Damage Debuff erhalten. Jetzt bekommt ihr einen orangen oder halt einen grünen Debuff. Da müsst ihr eben halt zu eurer jeweiligen Seite stehen. Dann kommt rechts und links ein Turm, den rechten nimmt sonst ein DPS mit Orangen und links eben halt ein Healer oder Tank. Vorne gehen dann die Leute mit den grünen Debuff hin und nehmen dann eben halt von Orangen die Ketten ab. Gleich müssen nochmal die Türme besetzt werden. Und dann nochmal zu der jeweiligen Seite stehen. Danach folgt ein Earthshaker. Da könnt ihr eben halt selber euch einigen, wer jetzt wohin geht. Sprich ein DPS oder Healer. Und der Rest geht eben halt zu der anderen Seite. Zu C oder zu B. Und je weiter ihr von den Earthshaker weg seid, desto weniger Beschaden bekommt ihr auch vom Earthshaker. So, jetzt kommt der Ad. Der erste Schuss geht an den Main Tank. Das ist ein Tankbuster. Da sollte man schon irgendwie CD zünden. Dann kommen eben halt noch weitere Schüsse bei anderen Spielern, da dürft ihr eben halt nicht zusammen stehen. Dann kommt ein Tank, also kommt Tanktürme, die müssen dann eben halt gestackt werden von den Tanks. Dann stackt ihr eben halt vorne zusammen ab. Bei diesen AOEs da macht das gar nichts. Es erscheint unter euch ein blauer AOE, da solltet ihr eben halt dann, wenn es dann nach dem Pinas abgelegt worden ist, dann weggehen. Und dann eben halt dort zu der Nähe stehen, damit ihr so gesehen immer von der gegengesetzten Seite immer ja, weggesteuert werdet. Und dann müsst ihr eben halt darauf achten, dass ihr nicht drinnen steht oder eben halt zu weit, weil sonst würdet ihr von der Arena fallen oder halt auch von dem Schlag sterben. Dann kommt nochmal Earthshaker. Und dann folgt nochmal wieder Da'at. Dann kommen nochmal Stone Pillars noch nebenbei. Dann wieder die Tanktürme. Dann stacken wir alle zusammen wieder bei Sephiroth. Dann macht uns das wieder nichts mit den AOE. So, jetzt will er uns wegpusten. Da stellen wir uns alle jetzt vorne hin. Die höchste Priorität hat jetzt dieser Wind-Ad. Der muss so schnell wie möglich runtergeschlagen werden. Das ist ein DPS-Rage. Da heißt alles draufhauen, alles draufhauen. Hat die höchste Priorität dieser Phase. Da kommt nochmal Tanktürme. Da kommen nochmal Stone Pinas. Jeweils nimmt immer ein Tank zwei Peanuts ab. So. Jetzt machen wir sie nach und nach fertig vom jeweiligen Tank. Dann kommen nochmal gleich nochmal Stone Pinas. Da kommt nochmal so ein AOE-Schaden. Ja. Und währenddessen, wenn das erledigt worden ist, dann hauen wir nochmal die Binas weg. Die letzten zwei. So, und jetzt ist es wichtig, dass wir alle jetzt nochmal hier bei diesem Wind-AOE stehen. Damit wir eben halt ja, weiterkämpfen können. Ja, und hinterher wiederholt sich das alles wieder. Von Anbeginn die Mechanik. Ja, ihr habt noch Zeit noch bei dieser Mechanik, also Abschluss noch von der nächsten und danach kommt halt Enrage. Da ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr da so schnell wie möglich Sephiroth schon runtergekloppt habt. Ja, ansonsten habt ihr dann sonst den Enrage danach. Nach dem zweiten Wind, glaube ich, denke ich. So, das muss eigentlich auch selber von DPS her, denke ich mal, ja, funktionieren. Gut Leute, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, lasst gerne mal Feedback da, wie selber ihr den Kampf fandet. Und außerdem, ja, macht ihr schon Killgruppen? Habt ihr schon euren ersten Kill oder macht ihr schon einen Farmstatus? Lasst gerne euer Feedback da gerne in den Kommentaren da. Ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal und danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und viel Erfolg euch. Euer Gigatobi und haut rein.